Ein Waldstück bei Bamberg. Kaum ein Baum steht noch. Wegen der Trockenheit hatte sich der Borkenkäfer explosionsartig vermehrt. Und das haben die Fichten nicht überlebt. Wir hatten ein ähnliches Ereignis nach der Trockenheit 2003. In den Jahren 2005 bis 2007 hat der Borkenkäfer, der Buchdrucker, sich da schon mal relativ viel Fichten geholt. Aber jetzt haben wir eine Situation, die wir die letzten 10, 15 Jahre nicht mehr hatten. Bis zum Frühling haben die Förster Zeit, befallene Bäume aus dem Wald zu schaffen. Gerold Schmidt hält den Standort des Käferbaums mit moderner GPS-Technik fest. Das Schadholz landet oftmals in einem Nasslager, wie hier bei Coburg. Die Stämme werden dort für 2, maximal 3 Jahre konserviert. Man kann auch sagen, man möchte zu einer schlechten Zeit kein gutes Holz in der Menge auf den Markt werfen. Vergangenes Jahr ging das Lager in Betrieb und es wird weiter ausgebaut. Bayernweit wollen die Staatsforsten die Kapazität ihrer Nasslager auf 2 Millionen Kubikmeter erhöhen. Vor allem Holz aus Tschechien drängt derzeit auf den bayerischen Markt. Dort zerstörte der Borkenkäfer ganze Wälder. Dramatischer als die staatlichen Förster schätzen die privaten Waldbesitzer ihre Schäden ein. Wie hier bei Steinfeld. Wenn man hier sich umschaut, sind fast alle Bäume betroffen, die hier unter diesem Borkenkäferbefall leiden. Förster Michael Bug wacht alleine über 3.500 Hektar. Die privaten Waldbesitzer haben keine Nasslager. Sie können ihre Schäden nicht ausgleichen, wenn die komplette Fläche betroffen ist. Das bedeutet, er hat den Schaden, er muss das Holz verkaufen, er muss es zu ungünstigen Konditionen verkaufen, er muss die Fläche wieder aufforsten, er muss die gesamte Wiederaufforstung und Pflege anschließend finanzieren. Dazu bekommt er zwar einen Zuschuss, aber er hat eben den größten Teil der Kosten selber zu tragen. Hinzu kommt, bei der Aufforstung könnte es wegen der deutschlandweiten Schäden zu Lieferengpässen bei den Jungbäumen kommen, prognostiziert die Waldbesitzervereinigung Bamberg. Die Schäden durch den Borkenkäfer können die Förster inzwischen ganz gut abschätzen. Weitere Schäden durch Pilzbefall und Trockenheit werden sich erst im Frühjahr zeigen.